Hallo mein lieber Freund, herzlich willkommen zu Spieletipps für Gamer. In diesem Video zeige ich dir, wo sich die Geheimmission Nummer 8 befindet. Sie ist in der Mission Nummer 11 und zwar an dieser Stelle, also relativ zu Beginn. Wenn du hier hinkommst, dann springst du hier einfach hoch, gehst hier runter, hier gibt es einen Knoten, den machen wir kaputt, klick, dann rutscht das Gebäude runter, wir springen aber hier nicht runter, sondern hoch. Und hier nochmal hoch. Und ja, hier sehen wir die Mission. Klick X drücken, dann kommen wir rein. So, jetzt zeige ich dir mal, wie das Ganze funktioniert. Hier müssen wir im Stil S oder höher bleiben. Also das heißt, wir dürfen nicht runterrutschen. Und das ist wirklich nicht ohne. Erstmal in Ruhe die Erklärung, weil wenn ich jetzt kämpfe, dann ist es ein bisschen schwer zu erklären. Um guten Style zu haben, musst du einfach, sagen wir mal, verschiedene Kombinationen machen. Also das heißt, wir haben ja hier unten, siehst du rechts, haben wir verschiedene Waffen und am besten, man wechselt ein bisschen und macht immer ein bisschen was anderes, weil wenn du immer dasselbe machst, dann geht der Combo-Zähler leider nach unten. Ja, also ich zeige dir das, wie ich das ungefähr mache. Ich bleibe jetzt persönlich immer beim Schwert, aber ich wechsle jetzt die Schusswaffen zum Beispiel ein bisschen durch. Und auch die Styles. Du kannst ja Gunslinger zum Beispiel nehmen, dann kannst du Trickser einschalten, also die Styles sind am Kreuz verteilt, ja, also es gibt ja so verschiedene Styles bei Dante. Okay, fangen wir an, ich zeige dir mal, wie ich das mache. Ich persönlich würde hier mit einem Aufwärtsschlag beginnen, schlagen, runterschlagen, reindashen, wegspringen, runterschießen, Kreis drücken für Style, nochmal Kreis drücken, L1 für Special und dann schön rein, komplett, Kreis drücken, hochspringen, schießen, reindashen, Kreis drücken, hochspringen, schießen, reindashen, hochschießen, dann also hochspringen, schießen, Kreis nochmal für den Style, nochmal reindashen, hochspringen, reindashen, Kreis wieder drücken, reindashen. So, dann kommen hier noch weitere, jetzt wieder Special gleich aktivieren, sobald du ihn hast. So, Special aktivieren, hoch, schießen, reindashen, Kreis drücken für Style. Lass dich nicht treffen. Okay, perfekt. Jetzt hast du es geschafft. Also im Endeffekt, du musst einfach so einen gewissen Kreis sozusagen fahren, ja. Also das heißt, ich beginne immer, wie gesagt, mit einem Aufwärtsschlag. Schlag ihn dort ein bisschen in der Luft, schlag ihn runter, dashe rein. Ja, also das ist immer so ein Kreis sozusagen, den ich immer mache. Danach schieße ich, dann drücke ich Kreis, ja, für den Style. Danach schaue ich auf meine Anzeige. Also am besten ist auch so, wenn du mit einer gefüllten Devil Trigger Anzeige reinkommst, weil die war bei mir jetzt nicht mal gefüllt. Das war jetzt nicht so toll, weil wenn deine Devil Anzeige voll ist, dann ist es noch leichter, das zu machen. Und diesen Loop machst du im Endeffekt immer wieder. Und es schadet auch nicht, die Schusswaffen mal durchzuwechseln, ja. Und im Endeffekt, so hält man seinen Style. Machst du immer dasselbe, dann fällt dein Style. Ja, also im Endeffekt, um bessere Style-Punkte zu bekommen, musst du einfach ja, sehr abwechslungsreich kämpfen sozusagen. Ja, probier ein bisschen rum. Es kann sein, dass es beim ersten Mal nicht klappt. Ja, da muss man ein bisschen mal testen, dass du so einen gewissen Loop drin hast. Und wichtig ist, dass du das wirklich unterbewusst steuern kannst. Ja, also bei mir ist es wirklich drin. Ich mache das nicht bewusst, sondern das ist halt so. Ja, ich schlag, schieß dann, drücke Kreis und so weiter. Also das ist einfach, ja, fällt mir mittlerweile schon leicht. Wenn du jetzt bewusst anfängst, wenn du, sagen wir mal, nicht weißt, wie das funktioniert und du konzentrierst dich darauf, dann kann es sein, dass es dir ein bisschen schwer fällt. Ja, da muss man einfach ein bisschen üben. Und ich würde mal sagen, selbst wenn du Anfänger bist, wenn du das, sagen wir mal, 10, 15 Mal übst, das dauert nicht lang, dann hast du es auf jeden Fall drin und dann packst du das. Ja, ich wünsche dir ganz viel Erfolg und wenn du mehr solche Videos haben möchtest, wenn du die 100% willst, alle Erfolge, alle Missionen, dann abonniere den Kanal und schau dich bei uns um. Wir haben auch eine Playlist für 100% von Devil May Cry 5. Also, ich wünsche dir nochmal ganz viel Erfolg und wir sehen uns in weiteren Videos.